Die Oberliga Nordsee bei Sprungwurf TV. Der VfL Vredenbeck in den blauen Trikots, Tabellensiebter, in seinem ersten Heimspiel 2020 gegen die HSG Barnsdorf-Diepholz. Die ist 2 Plätze und 3 Punkte dahinter, aber erwischt den deutlich besseren Start. Kamil Cilinski, der Torjäger, trifft 0:1. Der VfL kommt schwieriger in diese Partie, hat 9 Minuten gebraucht, um überhaupt mal zu treffen. Das Ganze vom 7-Meter-Punkt. Jetzt Spielstand 1:3. Der erste Treffer aus dem Spiel und es ist ein richtig schöner. Einmal aufgetippt und dann hinein ins Glück, Mikkel Thompson. Dann ist Vredenbeck besser drin. 7:6 Führung und Achtung, Fabian Piatke macht eine sensationelle Partie bis hierhin. Das ist schon der 3. verworfene 7 Meter der Gäste in der Anfangsviertelstunde. Und das ist der kleine, feine Unterschied. Auch auf der anderen Seite gibt es 7 Meter, gibt auch noch für Cedric Quader die 2 Minuten hinterher. Und Maximilian Lenz, der trifft. Der VfL ist 8:6 vorn. Kann die Führung auch bis kurz vor der Pause behalten. 2 Treffer vorn. Barnsdorf kommt und irgendwie guckt er ihn rein. Jan Linné. Wenige Sekunden bis zum Pausenpfiff. Jetzt muss es richtig schnell gehen und das macht er hervorragend. Sensationelles Tor. Daniel Schanikau, letzten Sommer nach Vredenbeck gekommen vom THW Kiel aus der Jugend. Halbzeitstand 13:11. Und Vredenbeck arbeitet an der Führung 15:11. Mitte des zweiten Durchgangs sieht das richtig gut aus, aber die HSG arbeitet sich zurück. Stellt die Abwehr des VfL vor mächtige Aufgaben und gleicht in der 48. Minute aus. Jan Linné 17:17 und nach dem 19:19 gelingt den Gästen gar ein 0:3 Lauf, gekrönt hier von Kevin Hemann, und das ist die Entscheidung. 19:22, das kann der VfL nicht mehr umbiegen. Gibt noch das Team-Timeout, aber, und da oben sehen wir auch schon die Uhrzeit, die Sekunden verrinnen. Der VfL drückt natürlich aufs Tempo. Schlitzohr Maxi Lenz. Aber die HSG hat jetzt natürlich ganz, ganz, ganz viel Zeit und spielt es dann, das muss man auch zugeben, einfach richtig clever und vor allem auch effektiv. Lars von Kamp, Ende, Endstation, 23:25. Die HSG feiert 2 wichtige Punkte auswärts beim VfL